Ja, guten Morgen erstmal und ich habe heute einen Bodyscan für euch. Eine Reise durch den Körper. Und das ist mir persönlich besonders wichtig, weil wir ja alle dazu neigen, mit unseren Gedanken vorerst verbunden zu sein, bevor wir den Körper wahrnehmen. Beziehungsweise manchmal sind wir einfach hier abgeschnitten und der Rest da unten, das Ganze, das, was dann noch ist, spielt eigentlich keine Rolle, außer wenn es Probleme macht. Okay, und zu diesem Zweck ist es ganz wichtig, dass wir unsere Gedanken wirklich wertschätzen lernen, indem wir uns bewusst sind, was wir gerade denken und werden feststellen, dass es meistens etwas Negatives ist, weil wir das als erstes wahrnehmen. Und wenn wir dann wissen, was wir denken, können wir sagen, okay, vielen Dank, lieber Gedanke. Und jetzt gucke ich mir mal die andere Seite an, nämlich das, was gerade schön oder wichtiger oder gut ist, mich freut. Ganz egal, was es ist, was die andere Seite vom Negativen gerade bedeutet. Und ja, dazu ist es einfach wichtig, dass wir uns auch unseres Körpers mehr bewusst werden und mehr wissen, was in uns vorgeht, gesamt gesehen. Und dazu lade ich euch jetzt ein zu einem Körperscan, der Reise durch den eigenen Körper mit der inneren Wahrnehmung. Und ich bitte euch, jetzt eure bewährte, natürlich Meditationshaltung, wenn ihr liegen könnt in diesem Augenblick, dann legt euch hin. Macht es euch so bequem, wie es geht. Und ansonsten geht natürlich der Bodyscan genauso gut im Sitzen. Auf einem bequemen Sessel, auf einem Stuhl, ganz egal, wo ihr gerade seid, macht es euch bequem, so gut, wie es jetzt gerade geht. Und dann werden wir, wenn jetzt die Klangschale ertönt, beginnen. Am wichtigsten ist es auch zu atmen. Nimm also zuerst mal zwei tiefe Atemzüge oder drei. Lange ein und auch etwas länger wieder aus. Und nimm als erstes dein Gewicht wahr. Wo berührst du den Boden, deine Unterlage, den Stuhl, was auch immer es ist? Und wie fühlt sich das an im Ganzen, für deinen ganzen Körper? Und kannst du dein Gewicht spüren und eventuell dieses Gewicht dann auch einfach abgeben, dich tragen lassen vom Boden, vom Stuhl, von deiner Unterlage. In dem sicheren Bewusstsein, dass es letztendlich die Erde ist, die dich trägt. Und bevor wir mit der ganzen Reise durch den Körper von unten her beginnen, von den Füßen, lade ich dich ein, einmal kurz deinen Kopf wahrzunehmen. Wie fühlt sich dein Kopf an? Wie spürst du ihn? Wie ist deine Haltung in diesem Augenblick? Was macht die Stirn? Die Augenbrauen, sind sie entspannt rechts und links oder zusammengezogen? Überprüf das einfach
ohne es zu bewerten. Nimm es wahr, so wie es jetzt gerade ist. Und vielleicht kann es sich auch dann entspannen, etwas mehr. Und wenn du dann deine Wangen wahrnimmst und zum Mund kommst, im Mund die Zunge wahrnimmst, was macht sie gerade? Sei neugierig. Ist sie kurz und weich im Mund oder an die Zähne gepresst, an den Gaumen? Nimm einfach auch das wahr. Und vielleicht kannst du ja die Zunge jetzt ein bisschen mehr loslassen. Wenn du weitergehst, weiter spürst in deine Schultern, wie fühlen sich die gerade an? Gibt es hier eine Anspannung, die du jetzt gerade nicht brauchst? Oder wie ist die Situation deiner Schultern jetzt gerade? Und dann beginnen wir jetzt damit, dass du mit deiner inneren Aufmerksamkeit nach unten in dein Bein, in dein linkes Bein hineinspürst und wahrnimmst bis in den linken Fuß und die linken Zehen, was dort jetzt gerade zu spüren ist. Kannst du deine Zehen wahrnehmen? Spüren den großen, den kleinen linken Zeh und auch alle dazwischen. Manchmal spürt man sie nicht. Auch das ist okay. Du weißt ja, dass sie da sind. Und dann kannst du weitergehen in die Fußsohle. Manchmal beginnt ja der Fuß zu kribbeln und manchmal nicht. Achte einfach auf das, was gleich bleibt und was sich verändert und was du spüren kannst. Und natürlich fließt immer deine Atmung. Und geh dann weiter in die Fußoberseite. Richtung Bein. Dort findest du das Fußgelenk mit den beiden Knöcheln rechts und links. Die Ferse mit der Achillessehne. Was ist dort jetzt lebendig und zu spüren? Nimm das alles wahr. In dem Wissen, dass es genauso richtig und okay ist, wie es jetzt ist. Spür noch einmal den linken Fuß als Ganzes und geh dann weiter nach oben Richtung Wade. In welcher Position ist dein Unterschenkel gerade mit der Wade, den Seiten, Schienbein obendrauf. Wie fühlt sich das an? Was kannst du wahrnehmen? Und dann weiter nach oben Richtung Knie, die Kniescheibe. Und das Kniegelenk, dieses Wunderwerk. Aus Gelenkflüssigkeit, Knorpel, Bändern, Sehnen und natürlich Unter- und Oberschenkel. Geh mit deiner inneren Wahrnehmung durch dieses Gelenk hindurch, bis du in der Kniekehle angekommen bist. In deiner linken Kniekehle und geh dann weiter nach oben, den Oberschenkel, deinen linken Oberschenkel,
die Unterseite. Wo berührst du und wie? Die Unterlage und wie fühlen sich die Seiten an? Die Außenseite rechts, nein, links, bis hinauf zur Hüfte, deiner linken Hüfte und innen bis zur Leiste. Spür noch einmal jetzt dein linkes Bein als Ganzes. Und wenn du magst, kannst du auch die linke Pobacke dazu nehmen. Sie entspannt, angespannt. Wie fühlt sie sich an? Linkes Bein mit Pobacke als Ganzes. Und wenn du dann wieder auf die Oberseite kommst, kannst du nach rechts durch den Unterbauch gehen mit deinem inneren Gefühl und dort wahrnehmen, was jetzt gerade lebendig ist. Und wenn du dann beim rechten Oberschenkel angekommen bist, kannst du deine Aufmerksamkeit wandern lassen nach unten ins rechte Bein bis in den rechten Fuß und dort spüren, was deine Zehen gerade so machen. Dein großer rechter Zeh, dein kleiner und auch alle dazwischen. Die Fußsohle, die Oberseite des Fußes, mit Fußgelenk, den Knöcheln rechts, links, Bänder, Sehnen, die Ferse mit der Achillessehne, manchmal kommen ja auch Gedanken dazwischen, dann kannst du diese wahrnehmen. Vielleicht dich bedanken, dass sie da waren und wieder zurückkehren. Jetzt, um den Fuß als Ganzes noch einmal wahrzunehmen, den rechten. Und von dort aus dann nach oben zu wandern, in die rechte Wade. Und die Seiten des Unterschenkels rechts, links. Und auch obendrauf, Schienbein, bis hinauf zur Kniescheibe auf der rechten Seite. Und auch hier kannst du, wenn du magst, mit deiner inneren Aufmerksamkeit hindurchgehen durch das Gelenk, spüren, was zu spüren ist und die Kniekehle, die rechte Kniekehle finden und was du dort wahrnehmen kannst. Weiter nach oben in den Oberschenkel, deinen rechten Oberschenkel, die Oberseite, die Außenseite bis zur Hüfte, die rechte Hüfte. Die Innenseite bis zur Leiste und die rechte Pobacke natürlich auch. Und nimm jetzt deinen Unterkörper, Beine, das Becken mit dem Po, einfach noch einmal als Ganzes wahr.
Spür hinein und geh dann weiter mit deiner inneren Aufmerksamkeit, mit deinem inneren Spüren in die Lendenwirbelsäule mit dem Steißbein und den dazugehörigen Gelenken zum Becken hin, den Iliosakralgelenken. Spür hinein, was in diesem Gebiet jetzt gerade zu spüren ist. Und geh dann weiter, lass deine Aufmerksamkeit nach oben wandern, rechts und links entlang der Wirbelsäule, Muskeln, Gelenke, Rippen, wenn du weit genug nach oben kommst. Und nimm jetzt noch einmal den Raum zwischen den Schulterblättern besonders wahr, verweile einen Augenblick hier. Spür hinein, wo gibt es jetzt Anspannungen, die du in diesem Augenblick wirklich nicht brauchst. Sei neugierig, wie entspannt du jetzt sein kannst. Lass dich überraschen, wie dein Körper reagiert, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit zu ihr, zu ihm kommst. Und geh dann weiter nach oben zur Halswirbelsäule, am Ende der Brustwirbelsäule, wo der Hals beginnt aufzusteigen. Und hier kannst du, wenn du magst, deine Aufmerksamkeit teilen, nach rechts und links, in die Arme hinein, die Oberarme. Spüren mit dem Bizeps und dem Trizeps und weiter in die Ellbogen, die Unterarme, bis in die Hände und hier bis in die Fingerspitzen. Vielleicht kannst du spüren, ob sich etwas verändert, wenn du für dich da bist, mit deiner inneren Wahrnehmung. Spür dann hinein in die Handinnenflächen, rechts, links, die Handrücken und wieder zurück durch die Handgelenke mit den vielen kleinen Knochen, durch den Unterarm zum Ellbogen und die Oberarme wieder zurück zu den Schultern und der Schultermuskulatur. Vielleicht kannst du hier eine ganz besondere Aufmerksamkeit deinen Schultern widmen. Wie genau fühlen sie sich an? Gibt es eine Anspannung? Sind sie entspannt? Und vielleicht kannst du ja deinen Schultern ein Dankeschön schicken, wenn du magst. Dann weiter mit der inneren Aufmerksamkeit durch die zur Halswirbelsäule rechts und links entlang zum Hinterhaupt. Nimm wahr, was hier lebendig ist zu spüren. Dann über den Hinterkopf bis zur Mitte des Kopfes. Ein kleiner Ausflug nach rechts und links zu den Ohren und wieder zurück, bis du in der Stirn wiederum ankommst und wahrnehmen kannst, wie sie sich jetzt gerade anfühlt, den Augenbrauen und den Augen. Sei neugierig, wie fühlen sich die Augen an?
ruhen sie weich in ihren Höhlen? Sind sie angespannt, wie auch immer? Ohne zu bewerten, feststellen, wie es jetzt gerade ist. Spür dann deine Wangen, die Nase, die Kaumuskeln. Kannst du den Unterkiefer vom Oberkiefer trennen bei geschlossenem Mund? Und was macht die Zunge jetzt? Spür auch deine Lippen, dein Kinn. Und geh dann weiter nach unten, wiederum in den Halsbereich, Kehlkopf. Von innen Luft und Speiseröhre. Vielleicht kannst du auch noch einmal die Atmung spüren, jetzt genau. Und komm dann in der Mitte beim Brustbein an. Du weißt, rechts und links Schlüsselbeine. Und das Brustbein mit den Rippen, die dein Herz und Lungen beherbergen und beschützen. Und jetzt von außen nach innen kannst du dein Herz wahrnehmen oder vielleicht auch nicht, so weißt du doch, wie sehr es innig mit den Lungen zusammenarbeitet, das Zwerchfell dabei hilft und Lunge und Herz von den anderen Bauchorganen trennt. Wenn du magst, kannst du deinem Herzen ein Lächeln schicken. Herzen mögen das. Und dann weitergehen nach unten in den Bauchraum. Was kannst du hier spüren? Du weißt, nimm es einfach nur wahr. Und komm mit deiner inneren Wahrnehmung zur Ruhe. In deiner Körpermitte etwa 2 Zentimeter unter dem Bauchnabel. Wenn du magst, kannst du hier deine Hand hinlegen und 1, 2 Atemzüge dorthin schicken. Sanft und ruhig. Nach diesem Atem kannst du jetzt dich darauf vorbereiten, wieder zurückzukommen, deine Augen zu öffnen, wenn du die Klangschale gehört hast. Und dann werde ich noch ein kleines Gedicht vorlesen, damit der Ausgleich zwischen Ernst und Tiefe und Stärke und auch weicher Zärtlichkeit zur Leichtigkeit auch noch geschaffen ist. Und wenn du jetzt die Klangschale hörst, kannst du die Augen öffnen, gähnen und dich strecken. Und neugierig auf das kleine Gedicht sein.
das den Titel trägt, Innere Stärke. Wenn du den Tag beginnen kannst, ohne Koffein oder Tabletten, wenn du freudvoll sein kannst und Schmerzen und Beschwerden ignorieren, wenn du der Versuchung widerstehen kannst, dich zu beschweren und andere Menschen mit deinem Ärger zu langweilen, wenn du jeden Tag dasselbe Essen essen kannst und dankbar dafür bist, wenn du Verständnis hast, wenn deine Lieben zu beschäftigt sind, um Zeit mit dir zu verbringen, und wenn du darüber hinwegsehen kannst, dass Dinge an dir ausgelassen werden, wenn etwas schiefgegangen ist, obwohl dich gar keine Schuld trifft. Wenn du Kritik und Anschuldigungen einstecken kannst, ohne dich zu ärgern, verletzt zu sein. Und wenn du der Welt begegnen kannst, ohne Lug und Betrug, Anspannungen besiegen kannst, ohne medizinische Unterstützung. Und wenn du entspannen kannst, ohne Likör und Schlafen, ohne die Hilfe von Beruhigungspillen. Wenn du all diese Dinge kannst, dann bist du wahrscheinlich der Familienhund. In diesem Sinne wünsche ich euch einfache Freude an diesem Tag, bei allem Ernst, der ja auch immer anwesend ist. Vielen Dank, auf Wiedersehen.